Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Gothic. Und ja, weil mir dieser Typ nicht gesagt hat, wo ich lang muss, muss ich das halt jetzt selbst herausfinden. Das danke für diese Hilfe. Also wirklich, also ihr seid sehr intelligent, wenn ihr den Leuten von denen ihr was braucht, nicht die nötigen Informationen gibt. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir hier ein Heilkraut. Da hinten ist ein... Ich kann nicht speichern. Ist das ein Gegner? Alles klar. Achso, ich kann den keinen Schaden machen. Ja, wobei eigentlich ist das ja nicht so schlimm. Ich bin ein Land, die nicht. Hallo. Oh. Alle üblichen Sumpfbewohner sind hier. So. Und hier sind die Sumpfkrautleute. Dann weiß ich ja, wo meine Quelle ist. Ich sammle erstmal selbst, ne? Kann man ja mal gebrauchen. Wow. So. Ob sich das lohnt? Erstmal hier durch die gute Wassertextur. Die so gut vorhanden ist. Alles klar. Dann halt erstmal einsammeln. So. Heilkräuter. So, ich glaube, ich habe hier mehr Heilkräuter als die andere gehabt. Das sieht nach einer sehr erfolgsversprechenden Ecke aus. So, wo sind denn hier die Leute? Viran. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln, aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen und wir bestimmen den Preis. Du, ich habe das auch gerade geschafft. Baal Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Baal Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Baal Orun schickt mich aber wirklich. Natürlich. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Welche? Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Ah, okay. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb von 20 Schritt. So leicht kommst du mir nicht davon. Gut. Dann mache ich halt noch den Schwarm hier. Hallo. Nein, von 20 Schritt. Könnt ihr nicht eine metrische Angabe machen? Alles klar.
Leute! Das Steuerung, ey. So. Das könnte schon deutlich mehr gebracht. Was war das denn gerade für Streifen? Habt ihr gesehen oben rechts? Wow. Besser. Besser. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Da sind aber noch Viecher innerhalb. So. Wo denn? Hä? Wo denn? Da. Boah, jetzt machen sie es aber gerade übertrieben. So, hier. Ah. Und, die hier gleich auch noch. Dann mache ich hier noch die auf der anderen Insel. Oh, hi. Na. Besser. Wow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, man kann ja sagen, was ich will, aber für mich ist das die bessere. Okay. Für mich ist das die bessere Entscheidung gewesen, derzeit im Gott-Modus zu spielen. Ich habe halt einfach viel mehr Spaß an dem Spiel. Kann mich auf die Story konzentrieren und so. Ja, ja, mich auch. Das ist halt... Hier siehst du, finde ich, zum Beispiel die Ähnlichkeit zum, zu Wissen. Brutal gerade. Mit diesen Würmern. Oh. Hier, dann gehe ich noch hier auf diese Insel. Da hinten gleich. Kann ja auch noch gleich dran vorbei, wahrscheinlich, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ist hier die Grenze. Das kommt ja aber so unerwartet. So. So kann ich hier. Bitte nicht den Blitz. Ich will ja euch beim Kacken vom Blitz getroffen werden, schon wieder. So. Mal gucken, ob du jetzt zufrieden bist. Ja. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Weit und breit keins von den Biestern mehr zu sehen, das war ganze Arbeit. Wer sich so abplagt, ist entweder auf unserer Seite oder ein kompletter Vollidiot. Und ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nimm die Ernte und bring sie zu Kor Kalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Ja. Okay. Ach, ist noch leicht. 8 Grad Folge wäre fast zu Ende. Aber ihr habt doch 10 Minuten. So. Hier komme ich nicht hoch. Was ist das denn für eine Hütte?
Will ich aber gerne mal wissen. Was das ist. Oh, hallo. Was machst du denn hier? Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringend. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shredder. Der ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Mhm. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Willst du bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Einfallsgewinn dann ein bisschen Erd sammeln. Was denkst du? Alles klar. Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's. Ich denke, du wirst nicht lange überleben. Aber ich finde also die Physik hier, also nice. Dahin. Ach ja, hätte ich die besiegen können, dann hätte ich da auch was gegen gemacht. Aber so kann ich ja nichts tun. Ein Heilkraut. Und noch mehr Heilkräuter. Sklavenbrot. Ist das irgendwie was anderes eigentlich als Höllenpilz? Die sehen so exakt gleich aus. Und wen haben wir denn hier? Oh, Sumpfkraut. Na. So. Bist du wichtig? Balua, ja, bist du. Bal-Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Alles klar. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein, sag mal, an wen? Du hast doch was vor. Ich sage dir, wenn das Kraut nicht bei Kor Kalom ankommt, kriegen wir beide mächtigen Ärger. Wie kommst du denn da drauf? Ich könnte bestimmt davon kommen. Vergiss es. War nur so ein Gedanke. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Vielleicht bist du ja Löw. So, wen haben wir denn da? Du siehst wichtig aus. Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbek. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind hier überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so. Na, ich gehe dann mal wieder. Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln? Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Ja, ich stimme dir zu. Alles klar. Ob ich da drüber komme? Alles bestimmt, ganz klar. Gar nichts passiert. Du hast unsere Sammler verteidigt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläfers erwiesen.
Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. Das finde ich gut. Ich freue mich. Dank dir. Heil, Schläfer. Oder so. Was? Was? Achso, hier sind wir. Ja, zum Alchemisten-Clan. Aber das schaffen wir? Challenge? Ja, okay. So viel dazu. Ja. Wow. Skill is real, ne? Aber wer ist das nochmal für Jepseptic Eye, ne? Glaube ich, oder? Das ist Skill is real. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe 100 Sumpfkraut dabei. Das ist natürlich, hätte ich jetzt auch was mit anstellen können, aber ich glaube, wenn ich es zu Kalom liefere, hab ich da vielleicht ein bisschen mehr von. Also allgemein kennen wir das ja. Wenn man alles fair und nett macht, dann hat man da immer mehr von, als die Leute zu betrügen. Was willst du? Wir im echten Leben. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Aha. Sag mal. Was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Bals dich für würdig erachten. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Oh Mann, ey. Mit dem kann ich auch nicht reden. Was habe ich hier denn noch? Rezepte, Sekte. Neue Seelen für die Bruderschaft. Okay, da muss ich wieder ins alte Lager. Barl-Narib, Rezept der Sekte. Gut. Ich mache einen Cut an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge und tschüss.